Den Dr. Eva Högel. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nein, Herr Hess, wir reichen Ihnen und der AfD nicht die Hand. Es ist unerträglich, wenn diese wichtige Aktuelle Stunde hier missbraucht wird für Hass und Hetze, anstatt anlässlich des grauenvollen Mordes an Walter Lübcke einmal hier im Deutschen Bundestag mal nachdenklich und traurig zu sein und über diesen schlimmen Tod gemeinsam in Ruhe und in Verantwortung für unsere Gesellschaft zu sprechen. Das war unerträglich, was Sie hier eben vorgetragen haben. Der Mord an dem Regierungspräsident Walter Lübcke war eine politisch motivierte Hinrichtung, so muss man es bezeichnen, verübt von einem bekannten, brutalen und bekennenden Rechtsextremisten. Wie die NSU-Mordserie, wie andere rechtsextreme Anschläge, wie Morde und Gewalttaten, war dieser Mord ein Anschlag auf unsere Demokratie, auf unseren Rechtsstaat und auf unsere freie, vielfältige, tolerante und solidarische Gesellschaft. Mit Walter Lübcke wurde ein beliebter, ein engagierter Politiker ermordet, der klar und deutlich und kompromisslos für die Werte unseres Grundgesetzes und damit unserer Gesellschaft eingetreten ist. Und wir trauern um ihn und mit seiner Familie. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine neue Dimension rechtsextremer Gewalt. Aber so ehrlich müssen wir heute in der Debatte auch sein. So grausam das auch ist, das anzuerkennen und zuzugeben, es ist keine Überraschung. Denn genau das haben wir befürchtet. Das folgt einer Entwicklung. Rechtsextremismus ist eine ernste Bedrohung für unsere Gesellschaft. Und zwar schon lange. Und wir stellen es immer wieder fest. 24.100 Rechtsextremisten, mehr als die Hälfte davon gewaltbereit. Rassistisch, antisemitisch. Und die Zahlen steigen jeden Tag an. Und durch das Internet vernetzen sie sich immer schneller, immer stärker und immer spontaner. Wir müssen gemeinsam dieser Entwicklung Einhalt gebieten. Und zwei Entwicklungen möchte ich hervorheben. Und zwar, es beginnt mit Worten. Und das kann nicht oft genug gesagt werden. Und das war im Übrigen auch beim NSU so, als es das Internet noch gar nicht gab und die sozialen Netzwerke nicht genutzt werden konnte. Es beginnt mit Worten. Es beginnt mit Hass und Hetze. Es beginnt mit despektierlichen Bemerkungen und es endet bei Mord. Das ist das Erste, was uns gemeinsam besorgen muss. Und das Zweite ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Rechtsextremismus sickert ein in die Mitte unserer Gesellschaft. Rechtsextremismus finden wir an Stammtischen, in Sportvereinen, im Netz und, wie wir eben wieder hören mussten, auch hier bei uns im Parlament. Das müssen wir stoppen. Aufklärung ist jetzt das, was zunächst erfolgen muss. Und ich sage sehr deutlich, auch die NSU-Mordserie ist noch längst nicht aufgeklärt. Auch da sind noch viele Fragen offen. Und ich sage ausdrücklich, es ist richtig und gut, wie die Sicherheitsbehörden jetzt agieren. Dass der Generalbundesanwalt, anders als bei der NSU-Mordserie damals, sofort die Ermittlungen übernommen hat. Die Zusammenarbeit der Behörden, und wir haben uns das am Mittwoch im Innenausschuss ein erstes Mal präsentieren lassen, funktioniert ganz anders als noch bei der NSU-Mordserie. Da sind viele Konsequenzen gezogen worden. Eine ganz andere Herangehensweise und Zusammenarbeit. Und wir sind uns einig, und das haben auch die Vertreter der Ermittlungsbehörden gesagt, jetzt muss alles auf den Tisch. Alle Listen, alle Akten, alle Zusammenhänge müssen hergestellt werden. Und insbesondere zu den schrecklichen Morden des NSU, aber gerade zu dem Mord an Mehmet Kubaschik am 4. April 2006 und Halit Yozgat am 6. April 2006 in Kassel und Mehmet Kubaschik in Dortmund. Es gibt Bezüge zu diesen Morden, und wir wissen, dass es keine Einzeltäter sind, sondern ein rechtsextremes Netzwerk. Und was ich auch sehr wichtig finde und was in Richtung Ermittlungsbehörden, Sicherheitsbehörden geht, warum verschwand eigentlich dieser Rechtsextreme, dieser bekannte, brutale, gewalttätige Rechtsextreme mit einem langen Vorstrafenregister 2010 von der Bildfläche der Sicherheitsbehörden? Das muss sehr gründlich aufgearbeitet und untersucht werden.
Wir müssen Gefährder besser im Blick behalten. Die Haftbefehle müssen endlich vollstreckt werden. Rechtsextreme müssen aus Polizei und Bundeswehr entfernt werden. Rechtsextreme Organisationen müssen verboten werden. Der NPD muss endlich der Geldhahn abgedreht werden. Und wir müssen hier alle jeden Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir im Parlament und in unserer Gesellschaft, jeden Tag unsere Demokratie stärken, unsere Demokratie schützen. Unser Rechtsstaat muss wehrhaft sein, konsequent und entschlossen gegen Rechtsextremismus vorgehen. Und das muss unsere Staatsräson sein und unser Selbstverständnis. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner der Debatte ist der Kollege Dr. André.